Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich habe ganz vergessen, dass ich hier bei Shamway Food stehen geblieben bin. Hatte gerade eine kleine Auseinandersetzung. Bin jetzt infiziert. Läuft bei mir. Der Blutmond steht kurz bevor. Ich hoffe, wir schaffen das noch bis dahin, uns irgendwie einigermaßen vorzubereiten. Wir wären schon dabei, ey, heute. Hier ist noch ein Rucksack. Den nehme ich dann auch nochmal mit. Oh, was habe ich denn alles da reingepackt? Ich hab für dich keine Zeit. Ich habe hier Tine Wittler. Ich konnte jetzt Schlüpper sehen. Das war jetzt nicht, was ich am frühen Abend brauchte. Ich komme hier immer nicht runter. Zumindest ist er noch weiß. So, warte mal. Ich muss hier einmal was reparieren. Da können wir nicht reingucken. Was haben wir hier noch? Trübes Wasser. Ja. Klares Wasser. Trübes Wasser und Gammelfleisch. Hier ist noch eine Chipsdose, aber ich krieg nur ein leeres Glas. Okay, das war alles. Oh, hier ist so eine Küche. In so einer Küche, da wird doch... Ich habe Maismehl. Dann können wir nochmal Maisbrot machen. Das gute Maisbrot. Ganz viel Gammelfleisch. Eisen. Dose und Steine. Holz und Dose. Ich habe hier mal den Bauplan von einem Gewehr studiert. Kann uns jetzt ein richtig geiles Gewehr machen. Also ich habe keine Ahnung, ob es geil ist, aber ich kann es bauen. So, hier noch irgendwas. Oh, das müssen wir mitnehmen. Das ist wichtig. Achso, aus Knochen, wenn wir die kochen, ne? Wenn wir die Knochen kochen. Kannst du Brühe machen? Nee, eigentlich können wir den Kleber herstellen. Achso, wie kommst du auf Brühe? Ist doch so. Im echten Leben. Was? Ja? Brühe macht man aus Fleisch. Ja, Knochen kannst du auch nehmen. Das schmeckt doch nach gar nichts, oder? Knochen hat ja kein Fett, ist doch kein... Erstmal Holz hängen. Holz hängen? Das finde ich nice. Wir brauchen sowieso noch mega viel Holz. Ja, obwohl ich jedes Mal sammel. Ja, irgendwie verschwindet Sammel das immer, und ne? Irgendwie nehme ich das fast nie. Nee, aber es wird immer weniger, habe ich das Gefühl. Als ob sich das von alleine abbaut. Ja, genau, du Quacksalber. Quacksalber. Quatsch mit Soße, was ist das denn? Hey, ich habe einen gebrochenen Arm, ne? Hm? Ich habe eine Schiene gefunden, heilt gebrochene Arme und Beine, schützt aber nicht vor weiteren Verletzungen. Nutze die sekundäre Aktion, um einen anderen Spieler zu behandeln. Jetzt wollte ich das benutzen, kann ich aber nicht. Kann das zurzeit nicht verwenden. Ich weiß aber nicht. Das wäre blöd. Ich habe es jetzt mal mitgenommen, ne? Aber ein bisschen doof finde ich das jetzt schon, ne? Du hast doch einen gebrochenen Arm. Ich breche mir mal kurz ein Bein. Ich will mal gucken, vielleicht geht es ja am Bein. Voll kaputt gebrochen alles und läuft rum wie ein Krüppel. Nee, sehe ich aus wie die Infizierten. Nur um was auszuprobieren. Oh nein, ich habe hier so einen Jumper. Aua. Was? Wo bist du denn? Ja, so ein Hüpfer. In Shamway Foods. Und der Affe hat mich letztes Mal schon gekillt. Au. Ich habe nicht mehr viel Leben. Ich bin tot. Ah ja. Oh, ich habe so viele Sachen. Jetzt muss ich hier nochmal herlaufen. Das ist jetzt so ärgerlich. Ich weiß auch nicht, diese Springer, die kannst du so schlecht töten. Wo bist du denn, Holzhacken, sag mal? Hier in der Nähe.
Ich sehe dich auf dem Kompass gar nicht. Oh, wir müssen uns noch einladen hier. Ja, eh. Hab ich. Da hinten rodest du den Wald. Mhm. Du scheiß Natur, weg mit den Kackbäumen, braucht kein Mensch. Hier ist ja nie einer. Das könnte eine dumme... Ja! Alles cool. So, ich gehe jetzt mal völlig unbewaffnet zum Shamway Foods und hol mein Stuff, ne? Mhm. Hol mal dein Stuff. Mein Stuff. Digga. Ich bin doch in die Richtung hier gelaufen, oder? Wo ist denn das Shamway Foods? Kacke. Da ist Nitrat. Hier. Oh Gott, ich wäre voll in die falsche Richtung gelaufen. So. Da hinten. Ich bin doch hier gelaufen, oder? Erstmal komplett in die entgegengesetzte Richtung. Ja, geil. Ein Held. Ein Held, wie er im Buche steht. Oh, Held, ey. Die Jünger werden später Geschichten über mich erzählen. Hm. Ich sammle mal ein bisschen Holz unterwegs. Leer. Leer. Ich habe ja mir einen Pfefferminztee gemacht, ne? Mhm. Aber weißt du, was das später für ein Tee sein wird? Ja. Allee-Tee. Aha, der war ja lustig. Fandst du den gut? Habe ich mir selbst ausgedacht. Hat man gemerkt. Die Qualität des Spruchs oder des Witzes war ja sowas von schlecht. Unterirdisch. Unterirdisch. Ingeborg. Ja? Ich geh mal eben zum Laden, ne? Zum Shamway Foods. Brauchst du noch was? Nee, Karl-Heinz. Ja, wenn du noch was brauchst, musst du sagen. Noch bin ich unterwegs, ne? Nee, geh mal. Oh, wir haben schon 10 vor 6. Das ist ja... Und ich hab... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh weh, oh weh. Ich meine natürlich... Oh weh, oh weh. 10 vor 6, Ingeborg. Ja, geht gleich los hier, oder? Ich glaube, ich habe hier ein dickes Problem mit der Uhrzeit. Yes. Das könnte sein, dass ich da nicht mehr rechtzeitig ankomme und dann ist dunkel. Wie immer, ey. Jo. Ich meine, ja. Jo. Jo. Ja. Ich habe erst überlegt, so ein Baumstumpf. Das sieht aus wie eine Windel. Ich habe eine Handtasche gefunden, unberührt. Es sind Dietrich hier drinne. Dietrich? Meine Tasche ist schon überladen im Laden. In dem Einkaufsladen. Und ich sammle hier immer noch jeden Stuff, den ich finde. Also alles Mögliche. Oh, hier ein Vogelnest. Unberührt. Ich habe ein Ei. Ingeborg. Mhm. Endlich mal, wa? Ja, heute Abend gibt's dicke Eier. Ja. Da kannst du mal meine dicken Eier angucken, ja. Also, eins. Ein dickes Ei habe ich. Oh nein. Oh, ey. Hier ist eine junge Dame, die versucht einen Berg hoch... Oh, da ist ein Haus. Die versucht einen Berg hoch zu laufen, aber die ist so doof dafür. Jetzt zeige ich ihr mal meine Parkour-Skills. Zack. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Ja, schön ist hier, oder? Mhm. So, ich kann der Shamway Food schon sehen. Oh, hier ist noch Müll. Wer hat denn das in der Natur entsorgt? Ingeborg! Hast du deinen Müll, nicht. Hast du deinen Müll entsorgt? Ich hasse so eine Menschen, die das tun. Das war aber ein dicker Stein. Ich auch. Um Statement dagegen zu legen, zünde ich den Müll im Wald immer an. Damit die wissen, dass ich das nicht gut heiße. Ah ja? Ja. Die Feuerwehr hasst mich. Nicht nur die Feuerwehr. Erstmal so ein Waldbrand. Hier ist Müll! Das kann ich nicht gut heißen. Der Wald brennt.
So. Oh nein, oh nein, oh nein. Junge Dame, ich habe keine Stamina und ich bin unbewaffnet. Müssen wir das jetzt mit den Fäusten aushandeln? Okay. Ja. Das habe ich mir von Mike Tyson abgeguckt. Ja, nimm das hier. Ja. In Frauen schlagen war ich schon immer gut. Ja, jetzt geht's dir wie meine Alten, wenn sie schlecht gekocht hat. Du alter Kackenhauer, ey. Das war so passig zu den Schlägen ins Gesicht. Ich glaube, du bist der Einzige, der lacht. Ja, ich weiß nicht. Es wird bestimmt den einen oder anderen geben, der genauso einen verruchten Humor hat wie ich. Naja. Nicht viele, aber irgendwo wird irgendwer rumlaufen. Jetzt sind hier schon zwei Rucksäcke, die ich looten kann. Toll. Oh, hier draußen ist noch Zement und Kieselstein. Habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich so langsam bin. Ich war in der Hocke. Speedrun. So. Okay. Mal schauen, ob der wieder runter... Da kamst du her, du kleiner Schlingel. Nein. 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 Alter, wie weit der haut an. Weil der so tief ist. Alter, das gibt's nicht. Und der hält was aus, sag ich dir. Er ist tot. Er oder du? Noch er. Oh, da ist so viel Zeugs drin. Das muss ich gleich einmal durchgucken. Was sind das denn? Hier sind Brandopfer. Ja. Oha. Ja, weil du den Wald angezündet hast. Bring den Müll. Toll, Patrick. Die sind sauer auf mich. Meinst du, die waren bei der Feuerwehr? Die wissen, dass du das warst. Ist das passiert, als die mein Feuer gelöscht haben? Ich weiß nicht. Okay, die sind weg. Irgendwas läuft hier noch. Irgendwas läuft hier. Oh Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Oh, der kann springen. Au! Ich war das nicht mit dem Müll. Vier Stück habe ich von den Kollegen. Aber die sind leicht zu handeln. Die sind halt ein bisschen eingeschränkt, ne? Da tut ja alles weh. So. Den Rucksack. Was haben wir denn? Wir können die Rohre nehmen. Kaffeebohnen habe ich doch auch gesammelt. Oh, nee. Ich habe Kaffeepulver gesammelt. Kaffeesamen? Kaffeebohnen. Was war das denn? Ja, ich zerlege fortgeschrittene Waffen und Werkzeuge um die... Achso. Was kann ich denn hier noch mitnehmen? Das können wir erstmal stacken. Ich muss erstmal gucken, was ich hier aufeinander packen kann. Den würde ich auch gerne mitnehmen, weil die sind, glaube ich, selten. Da habe ich noch nicht viel von gefunden. Dann haben wir noch Gammelfleisch. Das habe ich auch. Nimm ich das denn bei mir auf oder packe ich mein Inventar da rein? Das ist eine Frage, ne? Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Ich habe hier noch Steroide. Mhm. Die nehme ich mal. Das hat mich... Kennst du dich damit aus, oder was? Ja, und zack sind die dicken Eier, die ich dir mitbringen wollte, wieder klein. Mhm. Das Holz können wir noch mitnehmen. Leeres Glas habe ich auch. Pfeilspitzen. Also Honig hatte ich jetzt noch gar nicht gefunden. Pfeilspitzen nicht. Papier. Ich hatte auch Papier. Honig? Ja, hatte ich jetzt noch nicht. Ich glaube, ich hatte auch erst einmal Honig. Hm. Hm. Who cares, buddy? So. Dann habe ich noch diese Fortbite. Oh, ich kann mehr Sachen mitnehmen. Ja. Bestimmt wegen der Steroiden. Oh, die halten 10 Minuten. Da muss ich mich aber beeilen. Ja,
Vom wegen Anabolika sind schlecht, ne? Bin komplett voll, nicht ein Slot mehr frei. Hm. Ja. So. Weißt du, was ich hier noch mache? Nee, aber du wirst es mir bestimmt gleich erzählen. Nö. Ja, dann nicht. Dann weiß ich es wohl nicht. Ich habe die Sachen aus dem Rucksack einfach raus... Ich erzähl's dir doch. Ich habe die Sachen aus dem Rucksack einfach rausgeschmissen. Weißt du, erzähl's immer. Auch wenn du sagst, darf ich dir was erzählen? Nee, gerade nicht. Fängst trotzdem an zu labern. Ja. Ja, willst du es hören? Nö. Okay, ich erzähl's dir trotzdem. Ja, fragst du denn noch? Erzähl's ja sowieso. Nee, ich hab die Sachen einfach rausgenommen aus dem Rucksack, hab die auf den Boden geschmissen, damit der Rucksack nicht mehr angezeigt wird. Ja, du bist ja der Burner. Geil, oder? Ich habe jetzt nochmal 50 Holz. So, ich habe 10 Minuten Zeit. Weißt du, wie lange ich hergelaufen bin? Ich habe schon 902 Holz. Oh Gott, hier ist noch ein Rucksack. Und 103, dieses komische Pulver da, keine Ahnung. Ah ja, hier ist noch ein Buch, Nadel und Faden. Ich lese das einfach. Hier ist noch ein Gewehr drin. Oh Gott, jetzt wird's kacke. Was war das hier? Samen? Ich lasse die Federn hier. Das sind zwei verschiedene, das kann nicht. Die Waffen nehme ich mal mit. Also die Munition. Munition. Ich lasse dafür Papier hier, weil das brauchen wir aktuell, glaube ich, nicht. Das trübe Wasser kann ich mitnehmen. Yucca-Saft, den könnte ich eigentlich... Weißt du was, ich trinke einfach das Trinken, was hier drin ist. Und noch ein Bier. Oh, Steroide nehme ich noch. Schmerzmittel. Ich habe einen gebrochenen Arm. Mhm. So, Vitamine. Voll der Junkie. Baller mir hier alles rein an Medikamenten. Das war lustig. Mehr Schaden gegen Holz. Oh, eine Mod. Oh, die brauche ich. Na was? Eine Modifikation. Warte mal. Kurz nichts machen, ja? Wie? Verändern? Leere Modifikationsslots? Kann ja so. Wohl laufen. Nee, lauf mal nicht. Warum? Wieso? Doof. Ja. Gut. Das kann ich noch mitnehmen. Was ist das denn hier? Jetzt wird es langsam kritisch. Was ist das hier? Bruchsand. Habe ich nicht. Ich hätte hier noch Messingfleisch. Das kann ich auch mitnehmen. Eine Dose müsste ich auch haben. Säure. Ja, ich weiß nicht. Da unten ist einer. Ah, oh, die Qual der Wahl. Ich glaube, ich lasse den Rucksack einfach hier liegen. Ich mach den mal nicht weg. Dann habe ich nämlich noch die Möglichkeit, das später nochmal nachzuholen. Oh, hier kann ich auch ran. Oh, hier ist Essen. Katzenfutter. Oh, das muss ich dir mitbringen. Das ist doch deine Leibspeise. Mhm. Was lasse ich denn dafür noch hier? Hm. Kacke. Kacke lässt du da. Kacke lasse ich hier. Ich trinke jetzt einfach mal das Glas Honig. Dann kriegst du das und ich esse eine Dose Chili. Mhm. So. Und ich krieg Katzenfutter. Ja. Toll. Ist doch deine Leibspeise, denke ich. Du magst Katzenfutter, du hast das schon mal gegessen. Mhm. Voll nett. Ja, oder? Ich denke an dich. Ja, ja. Oh Gott, oh Gott, oh mein Gott. Oh, heiliger Gott. Da kamen gerade einige von oben runtergesprungen. Ja. Oh ja. Oh, ich kann ja den Zement jetzt nicht mitnehmen. Oh. Das ist aber auch nervig, ne? Mhm. Weißt du was? Ich schmeiß hier das raus. So. Und nimm den Zement mit. Ich glaube, der ist wichtiger. Als diese blöde Armschiene. Ich kann die sowieso nicht nehmen. Okay, die versuchen sich zu mir rauszuprügeln.
Ich höre das. So. Gut, was gibt's denn hier noch Schönes? Kann ich noch irgendwas hier in die Mülltonne? Lehm. Ich muss da rein. Oh, oh. Da gibt's Ehren da hinten so. Die sind auf jeden Fall durchgebrochen. Das ist so ein Jumper? Der hüpft. Ich hau ab. Ja, die Hüpfenden sind zum Kotzen. Da hatte ich auch gerade einen von. Ich muss jetzt noch mal... Ist nur einer. Der ist auch nicht so schwierig. Bist du gerade auf dem Weg, oder was? Ich bin noch bei Shamway Foods. Ich muss noch mal rein. Das sind Kieselsteine. Die brauchen wir. Das Problem ist... Oh Gott, die fallen hier von oben runter irgendwo. Der ist ins Loch gefallen. Du bist durstig. Hä? Ich hab so viel gesoffen. Ich trinke jetzt einen Kaffee. Da. Au, wo kam das her? Wie kommst du denn so schnell hierher? Der hat einen richtigen Spin-off gemacht. Oh Gott. Autsch. Ich will nicht schon wieder sterben. Das ist eine dumme Idee hier. Da ist noch einer. Okay, das sind vielleicht ein bisschen viele. Ich komme später wieder. Oder ich klatsche die hier am Fenster weg. Komm hier nicht raus. Komm da her, da. Oh, ja, alles kaputt. Deine Freunde sind nicht mitgekommen? Ja. Stehst du nochmal auf? Okay. Ich geh nochmal rein. Ich fahr. kaputt. Ich bleib hier so. Ja, ich bin hier so ein bisschen überfordert gerade. Ich schwitze sogar. So, die ist weg. Haben wir hier nochmal so einen dicken? Er ist wieder runtergefallen. Ich bin eine Ette Rose. Ich hau ihn das Knie kaputt. Auf die, auf die Kniescheibe. Ey, ich hab alle geschafft. Hättest du das gedacht? Ich nicht. Dann habe ich jetzt fast gar nichts. Ich hab jetzt mehr Material. Was knackt denn hier so? Ich hab noch zwei Stunden. Ne, eineinhalb, da muss ich bei dir sein. Ja. Aber hier gibt's halt noch so viel für mich zu entdecken. So, hier war nochmal Holz. Entschuldigung, Mikrofon. Hast 4000 Holz. Zusammen. 103 Nitratpulver. Wo ist das denn jetzt dran? Wo hast du das her? Das bleibt mein Geheimnis, Alter. Warst du buddeln? Ich hab da so einen Stein gefunden und da war das drin. Hast du den Stein auch markiert? Weil da ist eine Mine. Ich weiß ja, wo es ist. Okay. Die kann wie markieren. Drückst auf M, dann hast du die Karte, dann rechtsklick auf die Stelle und dann kannst du... Ich weiß das, glaube ich, noch ungefähr. Oh, jetzt wird's langsam dunkel. Ich sollte echt nach Hause kommen. Hier geht's halt auch noch hoch, ne? Hoch die Hände, Wochenende, Schau. Hier hätten wir vielleicht zu zweit hinkommen müssen. Hier hätten wir vielleicht zu zweit hinkommen müssen. Ich weiß nicht, was das war. Es war komisch, es war so... Also es hat so geknurrt. Ein Hund vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gesehen. Ich bin direkt weggelaufen. Oh, Lappen. Echter Mann. Oh, das Gewitter. Oh. Das ist jetzt ja dumm vom Wetter, ne? Dumm. Ja.
So, Lehmboden habe ich auch noch mal ein bisschen gesammelt. Das Problem beim Wetter ist jetzt, dass die Zombies sind ja jetzt schneller unterwegs. Oh, oh. Ja, ich bin zu Hause, Digga. Ja, ich bin on the way. On the way. Wo sind denn die Tanzapfen hin hier? Die Samen davon. Die habe ich alle eingepflanzt. Nach dem Blutmond stehen da überall Bäume. Ja, toll. Hier sind noch mehr. 12 gesammelt. Und die Lappen? Die Lappen? Ach, jetzt unten hin, ey. Nitrat. Nitrat! So. Weißt du, wie Nitrat auf Englisch heißt? Nee. Nitrate. Nit. Ah. Na denn, FFM war. Weißt du, wie Stuhl? Nee, Stuhl ist doof. Hm. Leeres Vogelnest. Sag mal, wir hatten die ganzen Dinger hier schon eingesammelt. Ich habe jetzt eine Mod, ich mache mehr Damage auf Holz. Warte mal, ich will das mal an dem Baumstumpf ausprobieren. Ich muss schon wieder trinken, ey. Eins, zwei, drei, vier, fünf und kein Honig. Ich habe Lehm in der Tasche. Ich habe auch ganz viel noch gesammelt gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich den Lehm vorhin eingesammelt habe da. Weil ich dachte, ich habe kein Lehm. Ist das der Lehm? Mein Gott, bist du verpeilt. Bist du der Baden oder was? Ja, mein Arm ist immer noch gebrochen. Für 1,5 Stunden. Oh, ich brenne. Für mich? Wie geht das wieder aus? Von alleine. Oh. Ah, das ist ja schon unsere Hütte. Jasmin. Ich bin wieder da. Ingeborg. Ja, Harald. Ich bin vom... Ich denke, ich heiße Karl-Heinz. Ja, du heißt mal so, mal so. Okay. Das, was ich mir gerade merken kann. Jedes Mal einen neuen Namen ausgedacht. Ingeborg, ich bin zurück vom Shoppen. Ich habe dir was richtig Schickes mitgebracht. Mhm. Ach, du wirst Augen machen. Wo bist du denn? Da. Okay. Da oben was mal, kann man doch auch zumachen, oder? Warte, bist du bereit erstmal? Dein Geschenk. Mhm. Und? Was sagst du? Lecker. Schmackofatzig, oder? Mm. Mm, das wird dir munden. Da oben kann doch zu, oder? Über den Kisten? Das Viereck da? Ja. Ja. Da ist eine Tür drin, die müsste man halt abbauen. Aber das stört ja nicht da oben eigentlich. Aber da kommen die doch durch sonst. Na, da oben nicht. Kann ich nicht hier ein Dings vorsetzen? Naja, dann haben wir den im Raum, das sieht doch doof aus. Und? Hab ich hier auch schon gemacht. Was war dahinter? Auch so eine Tür. Oh. Was denn? Ich kann das doch wieder wegmachen. So, jetzt haben wir hier noch Kaffee. Jetzt haben wir es weg, jetzt haben wir da Türen. Türen sind gut. Na, diese Fenster. Was kostest du hier was ein? Noch? Nee. Machen wir hier nochmal gekochtes Wasser. So. Achso. Kommen die hier nicht dann hoch, wenn hier so Fenster drin sind? Nein. Außen kommen die nicht hoch. Sicher? Mhm. Ich bin Patrick. Ja, ich habe gerade gesehen, dass du hier Sachen falsch einsortiert hast.
Ja, weil ich keine Ahnung habe, wo das hinkommt, ist alles durcheinander. Es ist überhaupt wieder nicht durcheinander. So, ja, wenn wir mehr Kisten haben, dann können wir das noch besser sortieren. Das habe ich alles eingeschmolzen schon. Schmelze ich das auch gleich ein? Nein, Messing. Ich habe auch nichts. Oh, das geht ja schnell. Können wir den gleich nachlegen? So, jetzt will ich mal gucken. Gewehr. Da brauche ich eine Bergbank oder was ist das? Okay, Jagdgewehr kann ich noch nicht bauen, weil ich eine Bergbank brauche. Das ist ja ärgerlich. Wir müssten hier auch mal Lehm und so einschmelzen. Stein. Und Lehm ist sogar ein bisschen drin. Egal. Jo, das müssen wir gleich machen. Das muss ich noch machen. Das können wir auch gleich machen. Aber höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge. So. Schrotflintenteile. So. 22 Uhr. Ja, jetzt werden sie wieder. Oh, da kommt ein Kriecher. Oh nein. Ich kann den sehen. Aus meinem Fenster hier, Guckfenster. Wieso geht der da nicht rein? Huch. Das sind doch nur 6. Ein Kriecher. Okay. Achso, weil der hier unten war, ja, ja. Speerschaufel, dies, das. Der kommt zielstrebig hergekrochen. So ein Ganove. Halli mal ab. Warte. Ich möchte nur einmal schnell auf kurz oder lang. Können wir doch noch Mais rot machen. Geht nur einer. Gehen 4. Gleich ist er hier. Ich habe kein Holz. Wo ist mein... Ja. Weiß aus der Schusslinie. Jetzt ist halt weg. Achso, ist schon weg? Ja, da links. Man kommt ja hier nicht hoch. Da ist nicht nur ein Kriecher, da sind noch mehr Leute. Wo denn? Hinten auf der Wiese. Welcher Wiese? Ja, ich hab ja nur hier geguckt. Was ist das für ein Geräusch? Da will sich wieder einer durchprügeln. Gegrilltes Fleisch. Aber ich kann nicht sehen, welches besser ist, ne? Oh oh. Wieso kann ich nur... Wo kommt der denn? Ich geh mal oben gucken, warte mal. Wieso kann ich nur 2 machen? Oh, wir können sogar Speck mit Eier machen. Geil. Ach, weil ich... Ach so, ja, klar. Jetzt sehe ich hier gar keinen mehr. Ja, ich mach den gleich weg. Nee, ich sehe ja keinen mehr. Ich höre auch keinen mehr. Nee. Oh, ich habe hier noch gar keine Spikes gesetzt. Ah, da hinten kommt einer aus dem Wasser. Haben wir noch Spikes in den Kisten? Was sind denn Spikes? Na, hier die Stachelfallen, die Holzstachelfallen. Nee, glaub nicht. Hm.
Aber der geht jetzt zu dieser Werkstatt da. Autsch. So. Richard scheint wohl weg zu sein. Hä? Jetzt kommt hier Mr. Ich gehe ein bisschen schief. Geh ein bisschen schief? Ja, der geht so nach hinten, wenn er sich den Rücken gebrochen hat. Ach so. Wieder weg. So ein Grüner? Ich weiß nicht, ob der grün ist. Ein dickerer. Ein dickerer? Er ist schon auf dem Weg da. Ach da, ja, ja. Ja, fast schon wieder mein Stacheldraht gelaufen. Ja, so wie ich gestern. So. Wir bräuchten noch viel mehr. Ich wollte das einmal um den Bunker herum machen. Der hüpft, der hat sich gefreut. Hm. Ich bin Zombie, yay! Das ist doch Kalle, oder? Ey, moin, Kalle! Hey, Kalle! Alter, Hauding, was treibt dich denn hier? Oh, der hat orangene Augen, der ist mega schnell und sauer. Aua, Kalle! Reiß dich zusammen. Nein. Hast du die Tür wenigstens zugemacht? Ja. Kalle? Komm doch mal runter. Genau, komm mal runter. Schön runter, ne? Na, unten. Kalle. Kleinen Schulterklopfer. Hier. Ich habe gehört, wenn man Leuten auf die Schulter tätschelt, dann beruhigen die sich. Bitte schön, Kalle. Vor allem. Hä? Tätschelt. Tätschelt vor allem. Tätschelt. Jedermann mag das, wenn er sauer ist und getätschelt wird. Da hinten kommt noch einer. Beim Berg jetzt. Ja, ist okay. Deine Sicht. Ich bin in der Basis. So, müssen mal wieder ein bisschen bauen hier, wa? Ja, wir mal gucken, dass wir hier langsam vorwärts kommen. Ja, ja, ja. Weiß halt nicht, ob wir vielleicht noch... Ich weiß nicht, ob wir den Turm vielleicht nicht auf deine Höhe ausbauen sollten, wo du hochgebaut hast. Ich weiß nicht. Auch nicht, wa? So, aber wir sind schon wieder bei 38 Minuten. Ach, schon? Ja, ja, schon, schon. Dann würde ich sagen, nächstes Mal bauen wir ein bisschen. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwie was Cooles, Gescheites. Ich habe da was gesehen im Internet. Das würde ich gerne ausprobieren, aber ich würde dafür vielleicht gerne noch ein Stück höher gehen. Mhm. So, aber was das genau ist, das erfahren wir in der nächsten Folge vielleicht noch nicht, da wird es nicht fertig sein. Aber wir fangen auf jeden Fall damit an. Schaltet wieder ein, seid dabei. Ich würde mich freuen. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Ciao. Und lasst mal ein Like da. Und ein Abo. Und die Glocke aktivieren. Und schreibt einen netten Kommi. Bis dann. Das reicht nicht mehr. Nee? War too much? Nee?